Hallo, ich bin Petra von Petra Likes Cooking und heute sind wir mal in einer ganz anderen Location und nicht in meiner Küche, weil ich hatte euch ja im letzten Video erzählt, dass wir umziehen und dass es auch eine neue Küche geben wird. Hat sich alles etwas hingezögert oder hat sich alles etwas verzögert? Von daher müssen wir erstmal das Haus entrümpeln, deshalb auch dieser kleine Container hier, wo wir schon eine ganze Menge reingeräumt haben. Ich zeige euch aber auch schon mal den ersten Eindruck, wie die Küche momentan aussieht, dann habt ihr schon mal was zum Gucken. Weil so komme ich halt nicht zu den Rezepten. Kommt mal mit. Hier haben wir dann auch schon mal den LKW, weil beim Entrümpeln müssen wir ja auch viele Sachen rausschmeißen. Und dann haben wir schon mal so ein bisschen Holz zum Entsorgen in den LKW gepackt. Und jetzt können wir mal reingehen. Wie ihr sehen werdet, es gibt viel zu tun, aber es lohnt sich. So, hier ist der Flur. Und hier ums Eck geht es dann in. So sieht sie im Moment aus. Hier haben wir gerade eine Eckbank und einen Tisch rausgeschmissen, was auch nicht mehr zu benutzen war. Und außerdem hatten wir auch nicht mehr den Platz, um diese Eckbank hier stehen zu lassen, weil hier werdet ihr zukünftig eine Kücheninsel sehen, wo oben drüber nicht diese Lampe hängt, sondern hier oben eine Dunstabzugshaube ist, eine Kücheninsel mit einem Ceranfeld. Und nicht nur mit einem Ceranfeld oben drauf, sondern diese Kücheninsel wird dann auch noch Rollen unten runtergekommen. Die haben wir schon mal da, die wir schon mal präsentieren. Damit wir die Kücheninsel je nach Bedarf beim Filmen oder auch so bei der Benutzung entweder hier quer stehen haben oder sie auch an diese Wand ranschieben können. Ja, und das ist noch die wunderbare alte Küche. Irgendwie, diese Kassettentüren sind zwar eine der beiden Monate schön, andererseits aber hat diese Küche für mich leider zu wenig Stauraum. Und ich brauche halt Hängeschränke, die auch bis oben hingehen. Von daher kommt das leider alles komplett raus. Leider oder zum Glück, je nachdem, wer was sagt. Und lasst euch überraschen, das wird dann noch richtig schön. Wir müssen allerdings erst noch hier an dieser Außenwand und an der Außenwand müssen wir auch noch erst noch kurz dämmen. Und dann kommt noch ein anderes Fenster hier rein. Ja, und aus dem Grund wird es halt erstmal keine weiteren Kochvideos im Moment geben, weil ich hier eine ganze Menge zu tun habe und es zeitlich nicht schaffe zu kochen. Geschweige denn auch nicht wüsste, wie ich euch hier was Gescheites kredenzen sollte. Und ich halte euch ab und zu mal mit so ein paar kleinen Infos auf den Laufenden. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald sehen. Viel Spaß und bis bald!